Heute zeige ich Ihnen, wie ich einen Fleischkäse ohne Kutter herstelle. Dafür verwende ich einen Fleischwolf und eine Knetmaschine, eine Küchenmaschine, wie es fast in jedem Haushalt zu finden ist. Das geht eigentlich ganz einfach. Meine Zutaten. Das erste Mal habe ich da Wasser. Wenn irgendwo heiß, Sie brauchen ein Wasser mit 0 Grad, ist am besten, Sie nehmen Eiswürfel und mit Wasser gießen Sie die Hälfte auf. Das Wasser, was jetzt drin ist, hat 0 Grad. Weiteres verwende ich dafür. Ein Kombigewürz. Das Kombigewürz steht drauf, Kombi, da sind alle Zutaten, Phosphat, alles ist vorhanden. Sie können das Präparat alleine nehmen, Sie brauchen sonst keine weiteren Zutaten. Was ich noch, außer Salz, Salz ist natürlich nicht enthalten, nehme durch Nitritbürgelsalz. Ich verwende 18 Gramm aufs Kilogramm, nicht 20, weil der Leberkäse verliert etwas beim Backen Flüssigkeit und wenn das zweite Mal erwärmt wird, ist er dann meistens dann salzscharf. Deswegen nehme ich 18 Gramm Salz auf Gesamtmasse. Das heißt, dass die Schüttung mit berechnet wird. Einfüllen, was weiter aus dem Gewürzen hat, gibt es dazu. Ich gebe noch flüssige Zwiebel dazu. Gibt es Aroma ganz einfach zum Handhaben. Dann gebe ich noch 2 Gramm Senfmehl dazu. Das hat den Vorteil für den Geschmack und ist auch etwas, dass er nicht Wasser absetzt. Hilft ein bisschen stabilisieren das Ganze. Was ich zur Farbe dazu gebe, ich gebe dort ganz ein bisschen Kamin dazu, damit der Fleischkäse eine schöne Fleischfarbe hat. Kamin kriegt man dort zum Kaufen bei Amazon. Echtes Kamin. Ist zwar nicht ganz billig, aber höchstens ein Messerspitzen. Viel mehr dürfen Sie nicht eingeben. Das ist ganz intensiv, die Farbe. Einfüllen tue ich es in diese Aluformen. Diese Aluformen sind sehr glatt. Die brauchen Sie nicht einfetten. Aber wenn Sie eine Eisenform haben, eine Nierosterform, die müssen Sie einfetten. Aber diese brauchen Sie nicht. Die ist so glatt, dass es nicht anbrennt. Jetzt zum Material. Da habe ich jetzt 50% Schweinefleischmager. 50% und 30% Speck mit Godern, hier die Hälfte. 15% Godern, 15% Speck. Bei den Gewürzen habe ich jetzt genommen diese 18 Gramm Salz, das Kombigewürz, 10 Gramm, etwas Knoblauch, den Bratzwiebel und da habe ich das Wasser mit 0 Grad. Jetzt wäre das Fleisch, wäre jetzt mit dem Fleischwolf durch die Dreierscheibe zweimal durchwolfen und dann gebe ich sie in die Knetmaschine. Und beim Fleischwolf müssen Sie schauen, dass Sie das gleich zügig durchwolfen, dass es nicht zu viel erhitzt, das Material. Sollte Ihnen das Material dort zu heiß werden, geben Sie es nochmal in den Kühlschrank und lassen es mit der Temperatur wieder runter auf 3-4 Grad, dann geht das schon wieder. Weil was der Leberkäse überhaupt nicht mag oder das Fleisch beim Kneten, wenn das Fett, das sich zu viel erhitzt, dann setzt es ab. Das heißt, es bildet sich da Wasser in der Form. Sollte nicht sein. So, schaut mal aus. Das geben wir jetzt in die Form. Jetzt geben wir die Gewürze dazu. Schauen Sie mal schön alles erwischen. So. Ich habe das ein, geben wir etwas der Flüssigkeit dazu. Aber nicht alles. Und jetzt lassen wir das Ganze schön verkneten, bis es eine feine, homogene Masse wird. Und das dauert eine Zeit. Wissen Sie was? Und ich sage, wenn ich das so kleine Mengen mache, ist es oft besser, Sie nehmen da ein Kombigewürz, Sie ersparen sich diese vielen Gewürze zu kaufen und die im Schluss dann nur ausrauchen. Es ist so halt am einfachsten. Ich muss sagen, selber war ich jahrelang in Südamerika, habe da Wurst gemacht, alles mit Naturgewürzen. Jede Wurst, selber zusammengestelltes Gewürz. Aber ich finde es, bei so kleinen Mengen ist es nicht zielführend. Aber wenn es einer machen will, gerne. Das spricht nichts dagegen. Ja, jetzt können wir wieder aufschütten.
und schauen, dass wir das so auf 8 Grad, 9 Grad Temperatur werden wir das jetzt mischen. Und was wir anders dazugeben werden, ist Kamin. Aber ich sage nur ganz kleine Mengen, das wird dann Ihnen zu. Ja, das ist ein sehr schönes. Sehr schön bindiges Brett. Das war. Schaut schon gut aus. Was natürlich, wenn Sie das mit dem Kutter machen, ist es feiner. Wird's auch, ist auch nicht so fest, wie es jetzt ist. Aber das passt schon. Mit dem Wasser sind wir eher ein bisschen zurückgeblieben. Damit wir ja, dass es nicht absetzt. Mal schön. Außer das. Ich will halt immer draufbleiben, das macht nichts. Und jetzt beim Einfüllen. Ich nehme mal die Formen her. Sie brauchen beim Einfüllen, also das nicht so zu einschlagen. Weil das ist eigentlich nicht notwendig. Dann drückt man das so ein, weil die Luft kann das sowieso nicht ausschlagen. Das Einzige, was machen, sie machen die Formen kaputt. Und ich mache so, dass ich immer genau 2 Kilo nehme, weil 2 Kilo, die Formen, in jede Form geht 1 Kilo rein, dann geht es sich genau aus. Dann brauchen Sie keine Masse, wo Sie wegschmeißen. Was haben wir schön? Sehen Sie das? Ich mache schön glatt. Dann mache ich das so. So. Und jetzt nehme ich die Spachtel, die Teigkarte oder Schlesinger, wie man dazu sagt, die schneide Muster. Viele machen es so, ich mache es so nicht, weil ich ritze so etwas die Oberfläche auf, dann ist das verkohlt bei mir beim Braten besser. Jetzt mache ich die Seiten so. Da ist gleich. So, und jetzt mache ich das auf die Seiten, so, dass ein schönes Muster drin ist. So, und jetzt kommt das in den Backrohr. Das mache ich jetzt aus im Backofen drin. Mache die erste Stunde mal 130 Grad. So eine 1,5 Stunden, dass sie stauen, dann ist das fertig. Wenn Sie wollen, eine schöne Kruste haben, gehen Sie am Schluss noch ein bisschen mit der Temperatur rauf. Dass eine schöne braune Kruste wird. Aber das ist Geschmackssache. Eine willst, andere willst nicht. Das ist jedem überlassen, wie er es haben will. So, hier bin ich wieder. Ich habe den Leberkäse jetzt gestern herausgebraten. Er schaut aber recht gut aus, was mir auffällt. Er ist ein bisschen zusammengegangen, das ist aber recht normal. Aber was noch ist, was wichtig ist, schauen Sie, es ist keine Flüssigkeit drin. Es hat sich nur ein bisschen ein Gelee abgesetzt, aber mehr ist nicht. Keine Flüssigkeit, er ist trocken. Schaut einmal top aus. Jetzt werden wir ihn anschneiden. Ja, schauen Sie. Was sieht man da jetzt? Luftlöcher, ein paar kleine, ist auch nichts Tragisches. Er ist meines Erachtens schon sehr, sehr fein, obwohl er mit der 3 mm Scheibe des Wolfes gemacht worden ist. Sieht man fast keine groben Sehnen oder Fleischschnitte. Man könnte fast glauben, der ist mit einem Kutter hergestellt worden. Und das ist wirklich einfach. Die trauen sich da drüber. Sie kaufen sich ein Kombigewürz, wo alles drin ist. Salz, Küchenmaschine, zweimal durch den Wolf, Eis dazu oder kaltes Wasser und fertig ist es. Kann man wirklich sagen, das kann jeder zu Hause selber machen. Also optisch so, und was soll ich die Farbe schön, weil ich ein bisschen Kamin dazu getan habe. Aber wirklich nur am Messerspitzen, ganz ein bisschen kommt dazu. Weil sonst wird das gleich mal von der Farbe unnatürlich. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich. Danke fürs Zusehen.